Recht herzlich willkommen zur 27. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir haben letztes Mal festgestellt, wie das mit dem Karren ist. Dafür muss hier aber die Kneipe noch fertig werden oder der Gasthof. Das dauert eine Weile. Und dann können wir den Karren da erst hinschicken. Das mussten wir wohl dann händisch nach Izmir machen. Also eine Handelsroute bringt uns da nichts. Das wäre ja da schön gewesen. Aber klappt nicht. So, dann würde das bedeuten, wir müssen zwei Handelskarren dann haben in dem Moment, um das da hinzubringen. Dafür muss ja die Gastwirtschaft fertig sein, sonst geht das nicht. Hier muss die Produktion natürlich für den Prunk stimmen. Und dann sollte das vielleicht auch funktionieren. So, das ist ja vorhanden, aber das nicht. Keramik. Keramik läuft aber da nicht. Da fehlen die Rohstoffe. Und was ist hier mit der Kohle? Da fehlen die Arbeiter. Wow. Ja, ich denke mal, wir bauen da auch noch aus. Überproduktion haben wir da. Arbeiter fehlen. Super, oder? Prunk. Rohstoffe fehlen. Da fehlen auch die Rohstoffe. Okay, was brauchen die denn? Erz dann noch wahrscheinlich, ne? Ah, okay. Kohle brauchen sie und Metalle. So, dann müssen wir gucken, wo die Metalle herkommen. Wahrscheinlich hier, ne? Da sind die Metalle. Das ist ja gut. Und der Weg geht ja dann auch mit dem zusammen dahin. Wir produzieren sogar das. Fehlen die Rohstoffe. Bergwerk läuft aber. Ja, hier fehlen die Rohstoffe. Das ist die Kohle, die da fehlt, ne? Gut. Das war jetzt nicht der Händler. Der ist gerade, wo ich ankam, weg. Ist aber nicht der richtige. Das ist einer, den wir brauchen. Der bringt jetzt Prunk da, Metalle dahin. Okay, die brauchen wir aber nicht dafür, sondern dafür. Und Kohle fehlt auch. Wie sieht's denn hier mit Kohle aus? Sollen wir das erhöhen? Ich weiß nicht. Kohle ist da 140. Ja, wir müssen gucken, dass wir da auch ein... Das wird gebaut. Ich baue jetzt erstmal überall die Gasthöfe. Die brauchen wir dafür. Hier ist schon einer da. Da kann auch noch einer gebaut werden. Und der ist schon da. Das würde jetzt bedeuten, hier können wir den Handel starten dann gleich. Warte, nochmal gucken, Handel da sind. 172, es wird also reichen. Das heißt, wir müssen gucken, wann der passende Händler hier in der Nähe ist und dann... Das ist er, den nehmen wir dann. So, da müssen wir jetzt in die Gastwirtschaft, Karren und... Steht da. Das interessiert mich aber jetzt gerade nicht, ne? So. Das klappt dann schon. Den stoppen wir gleich die Route. Wo ist er? Kann ich nicht draufklicken, dass er da hingeht? Da ist er. Ich mach das mal so. Nö. War die falsche Tasse. So läuft's. So, er läuft jetzt dahin. Wenn wir da sind, müssen wir dann das hier benutzen. Ja, jetzt verlieren wir natürlich Geld dadurch, dass wir diese zwei Karren haben, ne? So. Annehmen. Jetzt müsste ich das noch beladen, ne? Oh, irgendwo ist was passiert. Nicht genügend Daten. Karren organisieren. Okay. Route planen. Letzte Stadt löschen.
Warte, sag jetzt nicht, ich muss das in ein Stück darunter bringen. Könnte natürlich auch noch sein, ne? Und los geht die Tour. Gucken, was da passiert. Der ist weg. Das bringt mir nichts. Statt löschen. Statt auslassen, ein aus. Priorität. Tja. Das sieht jetzt komisch aus. Städte verschieben. Wie kann ich bitte schön den Händler einzeln steuern? Gute Frage, ne? Ich habe jetzt einen Händler mit drei Wagen durch die Gegend. Kostet mich ein Schweinemoos, ja? Aber bringt nichts. Komme ich da auch hin? Ne. Guck mal hier, 300 Laderaum. Wo ist er? Da ist er. Da bringt mir nichts. Wie kann ich dem denn sagen, lad hier Kleidung? Tuch. Kleidung ist das hier. Das ist noch nicht mehr. Das ist Tuch. Das ist keine Kleidung. Da gibt's noch gar keine Kleidung. Super. Das ist unser Problem. Das ist erst Tuch. Das heißt, wir müssen da noch was rausschmeißen. Ich glaube, wir nehmen das hier und schmeißen das raus, oder? Nee, warte mal. Hier die Holzfällerei. Baumeister, schließen. Ach so, wir müssen das so machen. Kleidung ist da. Und das weg. Abreißen. Den Holzfäller reißen wir jetzt ab. Und schließen. Na, das war jetzt verkehrt. Und den bauen wir jetzt, oder? Diese Position gegen eine bestehende, ja. So, jetzt hat's geklappt. Oh. Was hat er jetzt weg? Ach doch, das Holz ist, das war passt. Alles klar. So, und jetzt bauen wir hier den Laden. Warum ist hier jetzt das und das und das so? Keine Ahnung. Ach so, weil die alle einen Plus machen. Ja gut, muss so sein. So, wie sieht's denn hier aus jetzt? Das war hier der Prunk, ne? Übersicht. Hier gibt's Prunk, ja. Was ist das? Rohstoffe fehlen, die Keramik fehlt. Die war da. Die ist da. Quatsch, das ist immer falsch. Handeln ist mein, die Keramik ist null. Und das liegt daran, dass für die Keramik was gebraucht wird. Baumodus umschalten. Brauchen wir Kohle. So, hier gibt's Kohle. Wie viel Kohle gibt's hier? 128. Gibt's hier eine Kneipe? Ja. Das heißt, zurzeit würde ich jetzt sagen, dieser hier macht keine Route mehr. Und den schicke ich erstmal dahin.
Dann packt er mir die Kohle ein und die geht dann da hoch. Wo ist der? Ist er das? Nein. Jetzt sehe ich ihn nicht. Das ist er. Genau. Wunderbar. Da ist er. So, der geht jetzt hier in die Stadt. Da fehlen Arbeiter. Handel. Kohle 129. Der wird gerade von Hand gesteuert, ja, genau. Ich habe schon kaum organisiert. Ich möchte jetzt aber gerne laden. Wie kann ich das denn bitte schön machen? Dass ich den von Hand steuert. Ich steuere ihn von Hand, ja. Aber wie belade ich den? Ruht sich aus. Nicht genügend Daten. Produktion. Handel. Ah, jetzt geht hier irgendwas, oder wie sehe ich das? Der war nicht lange genug da. So, das sind jetzt... Wie kriege ich das denn hier gesteuert? Nochmal auf den Handel. Händler in der Stadt. Alles verkaufen. Ach so, das habe ich nicht auf dem Wagen. Alles klar. Das kann ich kaufen, weil ich den Platz habe. Das kann weg. Das brauche ich nicht. Das kann weg. Die Früchte können weg. Jetzt komme ich dahinter, wie es funktioniert. Das kann auch weg. So, und das kann alles drauf. So. Und jetzt gehen wir dahin. So, jetzt schaffe ich das da auch hin. 139, wunderbar. Dann kriegen wir das da aufgeladen und dann funktioniert das jetzt auch. Ich habe immer nur zu kurz da drin gewesen, bin ich, dass das man nicht sehen konnte, dass es funktioniert. Okay, so ist das halt. Sollten wir aber auch hinkriegen. So, zwei Städtchen noch, dann ist er da. Dann können wir das verkaufen und dann sollte da endlich was produziert werden können. Handel. Krakau. Übersicht. Keramik, Rohstoffe fehlen, passt. Oh, muss ich ein bisschen so, geht nicht so. Ach, der hält das Spiel an, während ich in dem Modus bin, alles klar. Das heißt, wir müssen da warten, bis er da drin ist. So. Und da kann ich sie jetzt alle abgeben. So. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass es mit der Keramik auch klappt hier, ne?
Rohstoffe fehlen, ist mir klar, ja. Und? 3 Stück schon produziert, wunderbar. Also das funktioniert jetzt. Ich muss nur aufpassen, dass die nicht mir das alles abfetschen hier, die anderen, die da vorbeikommen können, ne? Der zum Beispiel. Was macht denn hier die Produktion? Das fehlt noch was. Okay, die anderen sind aber schon fertig. Dann geht's ja. Kommen wir da auch voran. Okay, das dauert allerdings alles noch seine Weile und deswegen würde ich sagen, machen wir erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.